laut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein weiß herniedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel wolf sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort, von Ferne her durchbricht, den dunklen Tann ein helles Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kamen sie mit sich überein, am Niklasabend sein. Und als das Häslein ging zur Ruhe, das Rehlein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kinn und Kopf. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, vier Mal die Schnuppern lassen und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft das Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festbeutliches Bratenstück. Und packt sodann, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Von Ferne tönt's wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so tiefer Nacht so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten mit einem Hirsch herangeritten. Sag, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise, die Silberschellen klingen leise, im Försterhaus die Kerze brennt, die Glocke klingt, es ist das Welt.